Maniacs vs. Inazuma Familie. Okay. Inazuma Familie, alles klar. Was haben wir denn da so schön? Wir haben Hillman, Veteran, Charlie, Hawkins, Sunny, Tori, Julia, Hila, Judy, Maddie, Aquilia. Okay. Mich wundert, dass da nicht tatsächlich Familie mit drin ist. Also. Ah, okay, interessant. Interessante Aufstellung. Auf jeden Fall. Vater, Tochter. Wir haben Maddie. Achso, das sind einfach so ein paar Gegenstücke, ne? Wir haben Hillman Hawkins. Könnte man fast als Familie betiteln. Ja, hier hätte Julia und Sion und Dingens. Vielleicht sind die ja noch in Welt. Ich weiß ja nicht, ob die noch in der, wie heißt gleich? In der Ersatzbank, ob was die da alles haben. Das wäre ja witzig. So, aber gut. Wir müssen trotzdem hier die 5-0 holen. Keine Frage. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist, das war jetzt nicht so gedacht. So, was kann er denn? Das ist eine gute Frage. Wir gehen trotzdem auf Dimensionstor. Wir müssen es leveln. Es bringt halt nichts. Wir müssen irgendwas tun, auch wenn das jetzt hier nichts Brauchbares rauskommt. Aber er macht nichts. Damit haben wir schon mal das Tor. Wir müssen Risiko eingehen hier. Ja, weiter so. Es bleibt nichts anderes übrig. So, ein guter Schuss noch einmal. Danke, Hillman. Trainer Hillman! Kann man die jetzt wirklich bekommen? Sogar die erwachsene Lena Schiller. Und die hier haben sie Aquilina. Warum nicht Lena Schiller? Okay, sie heißt glaube ich auch Aquilia Schiller. Glaube ich, oder? Also. Lena. Fußballtouren? Nein. Alias Academy. Gleich da. Alias Academy. Astram Chiller. Okay, sie heißt Aquilina Schiller. Ja, okay. Warum nicht Schiller? Also manchmal verstehe ich die ganzen Entscheidungen nicht. Hier auch. Hier, Tori Vanguard. Manchmal. Das ist schon merkwürdig, aber ist okay. Werden meistens immer die Nachnamen genommen. Gut, wenn wir zwei Chillers haben, das ist natürlich dann merkwürdig. Auch hier, Julia Blaze. Naja. Stimmt, bei Exo steht ja auch nicht Blaze und Exo, ne? Ja, ist okay. Ich habe nichts gesagt. Ich war es nicht. Ernsthaft. Um vielleicht sie auseinanderzuhalten. Hey, es ist. Oh. Veteran. Ja, auch bei Toy, ne? Aber ich hätte mich dann für Lena entschieden, weil es gängiger wäre, aber okay. Aber ich finde halt immer Aquilia. Aquilina, boah, das ist halt richtiger. Warum ist Mandy durchgekommen? Hallo, was soll das? Athenenlicht, okay. Wäre jetzt auch witzig gewesen, wenn das die auch die jüngere Mandy noch dabei wäre. So, 1-4. Oh mein Gott! 5 Punkte! Oh, weg damit. Oh, was ist denn hier los? Ist hier irgendwas? Ja. So, wir gehen in Penghuan. Warum beschwere ich mich eigentlich über den Namen? Ich weiß auch nicht. Weil ich Lust zu habe.
Nein. Aber ich hätte mich, glaube ich, für Lina entschieden. Weil es ihr Spitzname so gesehen ist. Und hätte dann, also dann wäre das ja in den Dingens ja auch, steht das ja. Manche haben ja auch Spitznamen als Namenplakette. Als Spieler so. Das steht ja bei manchen halt tatsächlich dran. Dass er anders heißt und dann hat er einen Spitznamen. So würde ich das bei ihr ebenfalls tun. Aber die haben sich halt dafür entschieden. Kann man nichts ändern. Sunny Rayman. Doppelsäge. Die große Frage ist, kann man die wirklich als spielbarer Charakter bekommen? Also, sie gibt zwar hier, aber gibt es auch ein Kickerkärtchen mit denen? Zum Anwerben? Ja, zum Anwerben. Das ist eine gute Frage. Kommt jetzt Hillman? Nein, Veteran kommt mit Eisglut? What? Wieso hat der einen Torhüter? Was ist mit dir? Was? Also, wieso hat Veteran Weißglut hier bekommen? In der Tour. Hat das einen Zweck? Wahrscheinlich nicht. Himmelshand 5. Reicht nicht aus. Ja, ist aber schade, oder? So, 3-0 haben wir schon mal. Sehr gut. Guter Schuss, noch einmal. Spüre, wie das Blut in den anderen fließt. Jetzt haben wir da theoretisch auch andere Sprüche mit anbauen können. Ich weiß ja nicht, was man alles so machen kann. Vielleicht hätten sie da nochmal so programmmäßig machen müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie die es gemacht haben, ja. Es ist echt. Es ist unglaublich. Ich wäre, glaube ich, nicht in der Lage dazu. So. Herr Veteran, Sie haben leider einen Torhüterkampfgeist bekommen. Es tut mir leid. Genauso wie Sam bekommt einfach mal dann einen Kampfgeist, aber ein Dribbel. Hey, guck mal, ich habe einen schwarzen Bauer. Hey, ich bin gut. Oh, Sam, das ist ein Dribbling. Das bringt dir als Torhüter nichts. Wäre aber echt schön gewesen, wenn Sam tatsächlich dann auch einen Kampfgeist bekommen hätte, einen richtigen. Es ist halt zu schade, dass einige Charaktere so richtig untergegangen sind. Bei den ganzen Kampfgeist-Debatte. Die hätten mindestens in Go 2 hätten die alle gute Kampfgeister kriegen können. Hätten sie extra gute, geile neue Designs neu gemacht. Also. Weil als wären die nicht in der Lage, hallo? Was ist denn mit euch? Das ist die verdammte Rayman. Ist aber auch dann traurig, dass nur Arion ein Upgrade bekommen hat, ne? Sein Kampfgeist ist das einzige Kampfgeist, was sich weiterentwickelt hat. Das wäre auch gut gewesen, wenn Lancelot zum König würde. König Lancelot. Und Maestro zum Oberdigirent. Oder was gibt es eigentlich eine Steigerung von? Das ist eine gute Frage. Wenn man ein Dirigent ist, gibt es eine Steigerung? Ein Oberdirigent? Also es gibt ja bei den Kellnern zum Beispiel den Oberkellner. Das ist die höhere Stufe des normalen Kellners. Koch gibt's dann eigentlich auch nichts, ne? Also halt nur den höchsten Posten, Chef de Cuisine. Dann halt bei den sämtlichen Sachen Meister, Maurermeister, Tischlermeister, Schneidermeister. Aber wie sieht's denn... Okay. Wie sieht's denn mit ein Dirigent aus?
Gibt's da irgendwas? Nee, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich müsste das vielleicht mal suchen. Ja, aber es wäre aber gut, wäre aber krass gewesen, wenn die dann quasi die neuen Gegner, dass sie ihre Kampfgeister weiterentwickeln. Nicht nur ausrüsten, sondern weiterentwickeln und ausrüsten. Ganz wichtig. Dass man... Das wäre auch geil gewesen, aber... Es gibt so viele Potenziale, die man nicht mit eingebunden hat. Dann hätte man irgendwann auch noch mal so, um das Spiel ein bisschen länger zu ziehen, so Nebensachen gehabt, wo man dann mit der ersten Elf auf einmal kommen die da mit Kampfgeist um die Ecke. Wäre cool gewesen. Wäre cool gewesen. Oh, es tut mir leid, Lina. Es tut mir leid, das muss so sein. Es muss so sein. So, wäre cool, mal eure Gedanken dazu mal zu lesen. Was ihr so darüber nachdenkt. Ob das cool gewesen wäre oder nicht. An den Spielen kann man halt dementsprechend auch anders umgehen als in Anime, ne? Das wäre ja mal sehr interessant zu wissen. Ob ich da mehr so einen Kommentar kriege? Ich glaube, nein. Die Leute interessieren sich nicht für Gold 3. So, Weißglut. Stick in there. So, kannst du noch was einsetzen? Du hast noch 65. Wir gehen auf Hyperhacker. Einfach weil ich kann. Aber es reicht aus. Hey. Er macht nichts. Er macht halt nichts. So, 6-0 haben wir schon. Zweite Halbzeit läuft. Wunderbar, guter Schuss noch einmal. Kann vorkommen, ist nicht schlimm. Was? Was? Kann vorkommen. Alles klar. Die sind auch nicht gemixt im Morph, ne? Wie ich sehe. Wir haben zwar Kampfgeister bekommen, aber das war's aber auch schon. So, Kahntunnel. Zack. So, wir können einmal mal hier. Nein. Weil es Spaß macht, können wir jetzt hier einfach mal Powerpulse etwas leveln. Ich glaube, wir hatten das mal auf plus 3 mal gebracht. Zack. So, nächste bitte. So, Powerpuls. Schauen wir es mindestens auf Stufe 1. Noch nicht. Noch nicht ganz. Vielleicht den nächsten. Das sieht aus. Er stirbt quasi. So. Kleiner Charles, tut mir leid. Level up? Immer noch nicht. Na gut, das war's. Ich kann nichts einsetzen. Ich kann nur noch das machen. Zweimal Geistangriff. Er holt sich den Ball. Er holt sich den Ball. Tut mir leid, Judy. Du kriegst erstmal einen Gesteinshammer. Es tut mir leid. So, ich würde gerne... Wo ist Osrock? Da ist Osrock. Wir gehen auf Stick and Move. Ich glaube, ja, wir holen jetzt einfach mal für die restliche Zeit noch die Soul raus und gucken, dass wir vielleicht plus 1 werden.
Hatten wir, glaube ich, schon mal alles gehabt. Aber wie gesagt, nach den Nachspielen ist halt einiges verloren gegangen. Deswegen gucken wir mal. Powerpuls plus 1, maybe. Will ich noch schaffen, vor Ende ist? Könnte nicht ausreichen, wenn der jetzt gleich abpfeift. So, nochmal Powerpuls, let's go. Schön. Bis jetzt. Ja, wunderbar. Level up. Genau das, was ich erreichen wollte. Powerpuls plus 1. Ja, werde ich dann mal... Okay, wir können es sogar noch einmal einsetzen. Sehr nice. Zack. Ja, so Leute, trainiert man. Könnte ich eigentlich auch ein eigenes Video machen, wie ich persönlich trainieren würde. Die und die Technik. Da gibt es tatsächlich ein paar, also einfache und ein paar schwierige Voraussetzungen, finde ich. Also was heißt schwierig, aber nervige, die ein bisschen langwierig ist. Man sieht, Dribbeln finde ich halt immer noch am schnellsten. Aber naja. Falls euch das interessiert, ihr wisst Bescheid, ab in die Kommentare damit. Ich kann eure Gedanken sonst nicht lesen. Ja, so ist es nämlich. Hübscher Bengel. Oh, drei lila Münzen. Nice. Habe ich jetzt 4? Ich hatte letztes Mal auch mal irgendwo noch eine lila Münze oder 2 gehabt bekommen. Oh, ist gut. Lila Münzen kann ich gut gebrauchen. Auf jeden Fall. So, Vulpin levelt. Levelt und levelt. Sehr nice. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs dabei sein. Und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Wir haben fast die Tour durch. Also, bis dann.